lassen. Das hast du immer. Okay, jetzt bin ich... Ich guck mich hier noch nicht um. Ich speichere ganz schnell mal. Und dann renne ich sofort, also so schnell wie es geht, renne ich wieder zu Huey zurück. Eigentlich brauche ich ja hier auch nur aufschließen. So. Und dann sind wir nämlich hier. Wisst ihr noch? Genau. Ah. So. Wow. Oh Mann, aber ich habe so Angst, dass die Olle kommt, ey. Deswegen gehe ich... Nee, ich gehe jetzt ganz schnell wieder zurück. Mach ich gleich nachher. Ich habe Angst. Da muss ich das nur runter klopfen. Naja. Ah, Mann. Hier. Treten. Ach so. Wo ist denn der Hund jetzt? Huey. Ja, natürlich. Der hört natürlich. Von Daniela hilft das. Huey. Da ist er. Good boy. Oh Mann, oh Mann. Ich hab so ein Schiss, Leute. Huey. Die Shitty Panik richtig ins Gesicht geschrieben. Ja, ich weiß nicht. Du darfst nicht spielen, oder? Ja, du kannst es dann nämlich nicht spielen. Huey. Na, weil ich mit der Steuerung überhaupt nicht klarkomme. Musste ich erstmal von vorne anfangen. Und das wollte ich nicht. Das will keiner, Mark. So, wir rennen jetzt genau Huey. Bis an Anfang zurück, wo wir... Ja, wenn der Hund kommt. Ja, okay, sie ist noch da. Wenn... bis dahin hin, wo wir ganz am Anfang halt waren. Wo wir Daniela kennengelernt haben. Wo geht denn der Hund hin? Ja, da muss ich jetzt zurück, weil ich habe jetzt keine Lust, ohne den Hund irgendwo hinzurennen. Und ich will auch ein gutes Huey-Level erreichen. Da muss der Hund dabei sein, oder? Ja. Ach. Der darf dann nicht so oft von dir weg sein oder so. Es sei denn, natürlich, es ist irgendeine... Oh, Huey, der hat schon wieder die Ohren angelegt. Es sei denn, es ist irgendeine Cutscene, die das halt vorsieht, Huey, dass du alleine sein musst. Ach so. Ohne den Hund. Ich habe einen gewaltigen... Ich speichere jetzt hier nochmal, es reicht mir jetzt hier. Ist mir jetzt völlig egal. Ich speichere hier nochmal. Ich speichere sehr öfters, als ich... Ja, ist mir aber völlig egal. Ist mir egal. Sicher, sicher. Huey. Komm jetzt, bitte. Lass mich nicht im Stich. Soll ich die Tür hier zu machen? Ich weiß es nicht. Ach, egal. Zieht's. Ja, damit Daniela nicht so schnell kommt. Kommst du, Hund? Ja. Komm. Ja, dir geht's nicht gut. Huey. Ich weiß. Was ist denn wir jetzt wieder? Achso. Schokolade. Hm. Wird auch nicht mehr? Nein. Ah, du musst ja Let's Play. Huey. So, und hat der Hund. Hier, ja, dem geht's auch nicht gut. Hier stehen jetzt ein paar Sachen. Wartet, so. Hier steht etwas geschrieben. Einige Mischungen können auch dazu benutzt werden, Tieren zu helfen. Hier sind ein paar. Eska stellt die verlorene Lebenskraft eines Tieres in geringem Maße wieder her. Silvester Eska erweckt die wahre innere Kraft eines Tieres. Ob die wohl funktionieren? Ja, das tun sie. Oh, ich gebe dem jetzt erstmal noch was zu fressen. Das kann ja nicht sein hier. So. Ja, steh wieder in mir, Huey. Mann, ich habe Angst, dass diese Musik weggeht. Du brauchst gar nicht so zu lachen. Das ist schlimm. Du hast immer so eine... Wenn man das selber spielt, ist das was ganz anderes, als wenn man es sich anguckt. Es ist wirklich so. Du, ich kenne das. Hier steht etwas geschrieben. Oh, noch was. Der große Veredelungsprozess kann also auch mehrere bedenkliche Dinge hervorbringen. Ich habe mehrere hier aufgelistet. Carbo verbraucht eine kleine Menge Lebenskraft und Nigret verbraucht eine große Menge Lebenskraft. Na toll. Ob die wohl funktionieren? Ja, aber das brauchen wir ja nicht irgendwie. Ne? Das wäre ja sonst unlogisch. So. Huey. Oh, geh mal weg. Die sind da an mir dran. Ah, da ist was runtergeflogen. Yay. Oh Mann, ich habe Angst, dass diese Musik... Ganz ruhig. Jupiter-Schlüssel. So. Jupiter. Das ist der Schlüssel... Ich speichere jetzt nochmal schnell. Das ist der Schlüssel, den wir
da unten einsetzen können mit dem, mit den, wo die zwei Türen waren, da unten. Ach da, wo die vielen drauf waren. Genau, genau. Mensch, du verwirrst einen ja damit, wo die zwei Türen waren. Ja, ich kann gerade ja auch nicht reden. Spiel das mal und erklär noch dazu. Nee, ist nicht so einfach. Nee, Huey, jetzt nicht hinsetzen, komm. Komm einfach. Der ist schon wieder die Ohren. Huey. Wer hat mir mehr Schüsse? Oh, komm. Er kommt. Oh, Mann. Manu. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ich wette, die Olle kommt bestimmt für mich. Wie sieht der aus, wie du die Ohren hast? Ja, ne? Komm doch mal! Mann, wo, du sollst nicht hinlegen. Wir waren... Are you scared? Oh Mann, ich schon. Oh, stick's aus dem Mund. Danke. Nach Schokolade. Nach Schokolade? Ja. Oh, weißt du, wenn du so anhaust, ist schon klar. Da fühlt man sich auch ein bisschen bedrängt schon. Sehr froh, dass ich kein Knoblauch gegessen habe. Das ist schön, du lenkst mich ein bisschen von der Angst ab. Oh, soll ich aufhören? Nein. Ich versau mit meiner Stimmung das ganze Spiel. Also die Stimmung des Spieles. Jesus ist noch da, okay. Come on! Ganz ruhig bleiben. Huey. Wo ist der Hund? Hundi. I'm walking. Oh, I'm walking. Und Sunshine. So, Huey. Jetzt kommen. Dann... Nee. Dann speichern wir hier nochmal. Tut mir leid, dass ich so oft speichere, aber es muss nun mal sein. Also das schneide ich jetzt aber nicht raus. Ja, brauchst du ja auch nicht. Gott sei Dank. So. Und dann... Oh, geht die Musik Gott sei Dank weiter. Ich gehe erstmal nach links. Wir hatten ja gelesen, dass der linke Weg in die Irre führt und der rechte Weg zur Wahrheit. Oh ja, muss ich ja wieder manuell einstellen. Wir sind nicht gleich nach rechts, wenn der rechte die Wahrheit ist. Weil ich erstmal gucken wollte, was hier war. Achso. Ach ja, stimmt ja. Ich werde sie jetzt nicht ansprechen. Nein, das werde ich euch nicht antun. Oder mir antun. Warum? Ein Schachbrett. Weil ich jetzt keine Lust habe auf sie. Hier an diesem Ort. Ich denke, sie haben das gebraucht, um sich hier abzulenken. Was sind denn für Puppen da? Ein paar gruselige Wachsfiguren. Gott, wie die aussehen, ey. Diese Dinge werden nicht lebendig werden wie in den Filmen, nicht wahr? Ein Gerät zur Destillation. Mhm. Sag mal, du hast doch die Tür gerade aufgeschlossen. Ja. Da sind Modelle und ihre dazugehörigen. Ja. Heißt es denn, dass denn jeder sich da eingeschlossen hat, um denn da Feuer zu machen? Das ist es eben. Wobei es noch gerade bügeln war. Ja, deswegen, das ist ja, deswegen, das verstehe ich ja auch immer nicht. Ich habe diese Insekten noch nie in meinem Leben gesehen, ja. Ich auch nicht. Come on. Dass der Hund dann aber auch immer wieder denn so weg ist. Huey. Dass der dann nicht da reinkommt. So, und hier sage ich euch gleich, hier versteckt sich Daniela in dem Schrank. Oh, jetzt hat sie eine neue... Da habe ich eh noch lange nicht mehr reingeguckt. Zu den... Ach ja. Ja, genau. Das war, glaube ich, das, das mit dem Fisch, wo wir von Daniela dann verfolgt wurden, wo wir uns die, das Rollo da aufgemacht haben. Hä? Ich sah etwas draußen schwimmen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es sieht wie ein Fisch aus einer anderen Zeit aus, den ich im Museum sah, als ich noch klein war. So, und den gerade? Der Raum auf der anderen Seite scheint ein symmetrisches Gegenstück zu diesem zu sein. Aber etwas ist anders an ihm. Etwas, das sich nicht richtig anfühlt. Oder geht? Come on! Warum kommt der... Oh, doch, der Hund kommt mit rein. Ein industriemäßiger Dörrofen. Er bringt Glühen. Nee. Ja, das ist auch wieder so ein Rätsel. Hier kann man jetzt alles untersuchen.
Aber ich weiß schon, was ich untersuchen muss. Und zwar, glaube ich, diese Puppen hier. Sie sagt jetzt dasselbe wie auf dem anderen Raum. Doch. Jetzt das Schachbrett. Boah, ich bin so aufgeregt, Mann. Gibst du schnell weiter, kann man gar nicht lesen, was du da machst. Habe ich doch gerade gesagt, das ist dasselbe, was sie auf der anderen Seite. Hat's noch was gesagt, oder? Ja, das wollte ich dann auch nochmal vorlesen. Okay. Wenn du es nicht schaffst, bist du tot oder was? Hat sich da nicht gerade etwas bewegt? Mann, was soll ich denn zuerst tun? Dir antworten oder vorlesen? Such dir was aus oder geh. Oh. Oh. Dann ist so sentimental. So, und jetzt. Und jetzt das Stundenglas. Dieses umzudrehen wäre eine ziemlich schwere Aufgabe. Aber du kannst es trotzdem schaffen, Fiona. Schwer? Nein, hör auf, aua! Mann, ich habe so Angst, was jetzt denn kommt. Ja, Fiona, was ist das jetzt? Hat sich da nicht gerade etwas bewegt? So. Come on. Und jetzt ist es so, dass der Hund nicht mitkommt. Yui. Dass sich das Karussell jetzt gedreht hat. Karussell. Und also es hat sich alles gedreht, sozusagen. Jetzt kommen wir in einen anderen Raum, wenn wir hier lang gehen. Werde ich euch mal zeigen. Ja, jetzt sind wir nämlich hier in so einer Art Folterkammer. Das ist eine Folterkammer, denke ich mir mal. Kamille, das ist schön. Und hier liegt so aus wie im Keller. Ein Leichnam. Es gibt Spuren dafür, dass diese Person schwer misshandelt wurde. Was hängt das für... nee. Nein! Ich wollte es... Scheibenkleister! Ich wollte es lassen. Naja, dann seht ihr es wenigstens. Stirbt sie? Nee, sie stirbt nicht, aber sie verfällt in Panik und das ist blöd. Ihr hört jetzt bestimmt, wie ich auf meinen Dingern da rumhämmer, so. Ja, und Huey greift mich an. Nicht in Panik verfallen. Oh, Gott. Oh. Okay. Das ging ja nochmal gut. Ist das ein Vogelkäfig? Es sieht zu groß aus, um ein Käfig für Vögel zu sein. Oh, Fiona, denk nicht so dunkel. Was ist das hier? Der Ofen brennt in einem finsteren Rot. Ich denke lieber nicht über die Art der Dinge nach, die sie in diesem Ofen verbrennen. Besonders an diesem gruseligen Ort. Ja, und die eiserne Jungfrau, dann machen wir mal weg, die Stachelchens. Und, zeige ich euch mal, dann könnten wir uns hier verstecken. Ach so. Könnten wir uns hier drin verstecken. Aber, naja, vielleicht zeige ich euch das ja noch. Da stirbt man denn wirklich, wenn Daniela einen hier entdeckt. Dann ist nämlich schlecht. Dann macht sie nämlich das Ding runter. Oder besser gesagt, die Stacheln nach oben, sodass man dann halt stirbt. So, ist das ein Werkzeug, das zum Foltern unschuldiger Opfer verwendet wird? Darauf sind kleine Buchstaben eingraviert. Ja, das ist wieder so ein Rätsel. Und zwar, Feuer setzt sich grundsätzlich zusammen aus Hitze und Trockenheit. Luft unterscheidet sich nur von Feuer dadurch, dass sie aus Feuchtigkeit gebildet wird. Ohne Zweifel sind sowohl Erde als auch Feuer im Besitz der Trockenheit. Wasser unterscheidet sich von der Luft in der Tatsache, dass es keine Wärme enthält. Kälte ist der Bestandteil, der Feuer von Erde unterscheidet. Und es ist die Trockenheit, die die gleiche Erde vom Wasser trennt. So, hast du es jetzt verstanden? Kein bisschen. Und so, durch die Verbindung dieser vier Elemente, wird der Legende nach die grundlegende Carina Aurea oder alchemistische Verbindung gebildet. Das, was Fleisch und Geist für immer und ewig zusammenbindet. Ach. Hitze und Trockenheit bilden das Element des Feuers. Was könnte das bedeuten? Ja, ich habe das immer nach Ausprobieren versucht.
Ihr müsst jetzt sich Yui so ein bisschen auf diese Plattform lenken, wenn er mal aufstehen würde. Sich bequemen würde, ja, so. Sieht schon mal gut aus. Ich glaube, Yui... Come on! Muss dann auf den blauen? Nein, Yui, Yui, du musst auf den blauen. Go, Yui! Mann! Hund! Gehorche! Go, Yui! So? Oh, was macht der denn da? Go, Yui! Scheibenkleister, jetzt ist alles weg. Oh, sieht gut aus. Go, Yui! Hä, wa, wie soll ich denn den Hund... Warum geht er denn jetzt nicht? Och, mein Köter. Du sollst auf den... Ja! Ja, und jetzt? Hä? Hä? Oh! Scheiße. Ich dachte, du kennst das. Sonst habe ich das immer Ich habe gesagt, ich habe das immer durch Ausprobieren geschafft. Achso, ich dachte, du hast es schon ein System gehabt. Nein. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe das durch Ausprobieren versucht zu schaffen. Come on. Nein. Oh Mann. Go, Yui. Mann, Köter, du kannst es nicht. Oh, seht ihr? Jetzt habt ihr das gesehen. Das geht durch Zufall. Wow, ich dachte, du hast immer ein System gehabt dabei. Nein. Nicht wirklich. Oh mein Gott. Das sieht immer aus wie eine Punika-Werbung. Ja! Ja, so, oder so ein Erfrischungsgetränk. Siehst du das? Das sieht total geil aus. Aber pur, ne? Hä? Keine Ahnung. Dann hör auf zu labern, wenn dir nichts mehr einfällt. Dann geh mal. Pur. Also richtig Lust, Durst auf so ein Erfrischungsgetränk jetzt. Ja. So, jetzt halt mal den Mund. Nein, Spaß. So, und jetzt können wir das hier auch in Ruhe nehmen. Venusschlüssel. Und den können wir jetzt, ach, ich gucke mich hier erstmal noch um. Säbel mit schmalen Klingen sind an der Wand aufgereiht. Einige von ihnen scheinen mit Rost bedeckt und Blut verkrustet zu sein. Was ist denn bitte? Hier ist ein Griff, der das angebrachte Seil aufwickelt. Es sieht aus, als wäre das als ein Streckmechanismus verwendet worden. Gott allein weiß, wofür sie das verwendet haben. Gibt's eine Streckbank? Ja. Ein Sicherungskasten? Ja, wenn es sein muss. Ey, da stehen so viele Waffen rum, ja? Und sie läuft ohne Waffen. Ja, ich finde es auch total blöd. Die ganze Zeit nur eine Waffe klauen da. Nee, und jetzt können wir nämlich in den Raum, wo der Drache war, da in diese Tür rein. Du willst bestimmt erstmal speichern, oder? Ich will jetzt erstmal speichern, ja. Und, was wollte ich noch? Ach ja, und dann gehen wir noch in die anderen Räume. Es hat sich jetzt nämlich alles gedreht. Es wird sich ganz viel verändern. Ah, ich wollte gerade sagen, ist die Musik aus? Nein. Yui. Wehe, ey. Wehe, die kommt jetzt. Die Olle. Ach ja, genau, das war das. Ja, sieht schön aus, ne? Und zwar... Ach da. Vielleicht seht ihr schon, wo wir jetzt sind. Auf was für eine Seite Dörren. Das ist schön. Come on. Hund, komm mit. Das ist irgendein Medaillon, glaube ich. Eroberungsmedaillon. So, und wer steht hier? Die liebe Daniela. Also hat gebügelt? Quatschen wir doch mal an. Ja, dann putzt sie halt, ne? Miss Fiona. Oh mein Gott, was für eine schmutzige kleine Prinzessin. Ein kleines Geschenk vom Herrn des Hauses. Hebelsparfüm. Ja, genau. Weil du stinkst wie die Singerette. Good boy. Ha, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ausgehend von der Größe und Form ist wahrscheinlich eine Statue darunter. Aber ich sollte wahrscheinlich nicht herumspionieren. War das, ja, wenn das jetzt angreifen wurde, seht ihr? Nee, ich glaube nicht. Ah, nee. Es geht nicht. Was guckst du mich denn so an, Hund? So, wir gucken uns gleich mal das Parfüm an, wenn ich hier weg bin, weil ich fühle mich sehr unwohl mit der Daniela in einem Raum.
Ich hab grad gedacht, ich hab was gehört. Ja, das haben wir schon. Kupferschlüssel mit dem Symbol Venus eingraviert. Das bedeutet Venus. Venus. Ja, ist klar. Und Hebelsparfüm. Parfüm aus einer Essenz der Hebelblume gewonnen. Hat ein kaum erkennbares Aroma. Also es riecht nach nüscht fast so in der Art. Toll. Kostet bestimmt ein bisschen. Ich speichere jetzt erstmal nochmal. Hast du dich gerade gespeichert? Nein. Ach so, dachte. Ich habe gerade geguckt, was das heißt. Ach so. So, und mach nochmal eine kurze Aufnahmepause. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.